So. Steht da? Delikatessen. Mit Sie? So, haben wir hier irgendwas? Ich muss natürlich Ressourcen suchen. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch unverhaarbare Ressourcen kaufen. Um damit dann einen Generator und sowas zu bauen. Die hat da Körper. Detective, wollen wir zum Hotel, damit du anfangen kannst? Ah, das war ja die Das ist ja wieder so eine Detektiv. Noch nicht. Ah, du musst bestimmt noch Vorräte beschaffen. Ich warte am Stadtrand auf dich. Das ist jetzt doof. Das ist so eine Detektivsache und das müsste ich ja theoretisch wieder Nick Valentine mitnehmen. Wenn du nicht bewaffnet bist, überlebst Schau du hier. Einem Fallensteller nie in die Augen. Die sind anders. Ein Festlandbewohner. Avery. Du hast keine Chance. Ich hoffe, Haber behandelt dich gut. Es gibt eine Stadtarbeit für mich. Wie hat es mit diesem Ort auf sich? Was hat es mit diesem Ort auf sich? Tja, das ganze Dock hat mal der Seefahrerin gehört. Als der Nebel dichter wurde, trieb er jede Familie und jede Siedlung aus ihren Häusern im Landesinneren. Die Seefahrerin war so nett, die Leute hier bleiben zu lassen. Verhaber ist dem irgendwie entwachsen. Was gibt es in der Stadt zu tun? Brooks verkauft alles Mögliche. Teddy Wright kann dich in seinem Laden verarzten, falls nötig. Außerdem gibt's im Last Plank Fusel und so ein Zeug. Ach ja, und wenn du eine Knarre suchst, sprich mit Alan Lee. Okay, das heißt, ich muss mit Brooks reden wegen Ressourcen. Kennst du jemanden, der Hilfe brauchen könnte? Da fallen mir nur die Seefahrerin und Cassie Dalton ein. Ich muss gehen. Bis dann. Okay, die Seefahrerin, mit der habe ich tatsächlich noch nicht gesprochen. Nahrung, Stimpaks, alles auf Lager. So, Brooks. Psst, suchst du ein Schnäppchen? Handeln wir. Sehr gerne. Munitionsschrott, genau, Schrott brauche ich. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, was ich alles brauche. Beton, Gummi, Holz, Keramik, Kupfer, Stahl. Gut, Keramik ist erstmal gut. Keramik kann ich immer brauchen. Gummi brauche ich, das weiß ich. Mikroskop wegen dem Ding. Superkleber, Teddybär ist markiert, muss ich sowieso kaufen. Telefon, Tischventilator, ist alles ganz gut. Aluminium, Glas, nukleares Material, alles gut. Aluminium, Silber, Feder, Zahnrad, jo. Nee, Sicherung, Kupfer, genau. Alles, was irgendwie nützlich erscheint. Originalverschweißter Wunderkleber, oh. Ah, wo hat er den denn her? Kupfer. Kristall. Kupfer, Schaltkreise. Zahnradplastik, etc. Federn, Schrauben. Zahnräder. Kork. Düngemittel. Ja, warum nicht? Braucht man Düngemittel. Und dann Aluminium und Keramik. So, 3668. 86. Glaubst du wohl selber nicht, dass ich dir das zahle. Das kannst du vergessen. Hier, du kriegst Sachen, die ich nicht brauche, im Gegenzug. Scheiße. Ich muss echt mal... So, Synth-Komponenten kriegst du noch. Keine Ahnung, was du damit willst, aber hier, da sind die... quasi die Herzen deiner eigenen Leute. Der ist ja auch ein Synth. Kazumis Tagebuch, habe ich das mal gelesen? Ja, ne? Ja. Rückgabemarke der Fälle, die Winter. Munition habe ich keine. Gut, dann 2907 wird soll's. Obwohl, ich könnte ja Waffen. Nee. Habe ich gar nichts. Ja. Oh, da, Wodka. Wodka kannst du haben, das brauche ich nicht. Und, ja, dazu hast du. So, annehmen.
So, 2904 und dann gehen wir jetzt zurück. Das muss jetzt. Wieso ist hier ein Generator? Sag bloß, ich kann dann irgendwann in Fahrhaber selber auch noch bauen. Ja, tatsächlich. So. Ich glaube, ich installiere mal die Mod, obwohl ich sie eigentlich nicht brauche, aber es gibt eine Mod, die fügt eine Brücke. Das habe ich schon, habe ich tatsächlich schon gesehen, bevor ich Fahrhaber überhaupt gespielt habe, dass das eine der beliebtesten Mods einfach mal war auf der PS4. Eine Brücke zwischen Fahrhaber und der Hütte vom alten Longfellow hinzufügt. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Obwohl ich sie mir theoretisch auch selber bauen könnte, denn in den Kommentaren stand letztens, dass es unterdessen eine Mod auf PS4 gibt, die es einem erlaubt, überall zu bauen. Man muss halt nur... Aber auch da habe ich eine andere Mod gesehen. Man muss halt nur gucken, dass man nicht aus dem Baumenü rausgeht. Also man muss das Baumenü starten bei einer Siedlung und dann kann man, solange man nicht aus dem Baumenü rausgeht, bauen, wo man will. Aber ich habe auch unterdessen schon eine Mod gesehen, die lässt einen überall im Baumenü spawnen, wo man will. Zumachen kann ich nicht. Ist ja doof. Hä? Ja, keine Aufstehanimation. So, Schrott lagern. Jetzt gucken wir nach, ob ich hier irgendwie Roboterwerkbank oder wenigstens einen kleinen Generator geht. Okay. Oder ein großer. Windgenerator vielleicht sogar? Das wäre sogar passender, finde ich. Das wäre sogar passender, finde ich. So, dann packen wir den. Jo. Ach, weißt du was? Packen wir doch wieder einen kleinen, das ist egal. Wo packen wir den hin? Ich weiß es nicht. Packen wir den einfach mal hier hin. Irgendwo, wo er nicht so schwebt, da muss ich ihn nicht runter platzieren. Muss ich nicht runter tun. Geht gerade nicht. Er schwebt überall. Packen wir den einfach hier hin. So. Und jetzt verschiedenes Rekrutierungsfunkleitstrahl. Entweder das da oder. Och, ich brauche gar keinen Strom. Ich brauche doch für die Roboter-Crafting-Ding brauche ich gar keinen Strom, oder? Ich brauche sogar keinen Strom für. Ich bin so doof. Ich habe gedacht, ich bräuchte dafür Strom. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Na gut. Das ist für eine Relay-Tisch. Keine Ahnung. So, dann packen wir hier einen Rekrutierungsfunkschleitstrahl hin. Dann werden natürlich alle möglichen Siedler kommen, aber wenn die kommen, dann schicke ich sie halt weg. So, und dann packen wir hier noch ein paar Geschütze hin. Geschütze. Einfach um es mal ein bisschen sicherer zu machen. Ist jetzt nicht das Spannendste, ich weiß, aber... Das muss ja auch gemacht werden, ne? Das muss ja auch mal... So, das macht 6, das macht 8. Das muss ja irgendwann mal gemacht werden. Mal hier eins hin. Und das reicht dann auch schon mal. So. So, jetzt guck ich mir mal das Schiff da vorne an. Ich will nicht wissen, was das ist. Das ist doch nicht einfach nur so ein Schiff. Da muss es doch irgendwas geben. Hat der was dazu zu sagen? Das Wasser sieht nicht wirklich aus. Macht nichts, ich bin immun. Gegen Strahlung im Wasser. Aber nicht gegen Strahlung im Nebel. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ah, eine Bierflasche. Harpune. Heute Düngermittel. Ich nehme es einfach mit. Ich kann ja alles mitnehmen. Macht ja nichts. Eine Angel. Tatsächlich einfach ein altes Segelboot oder ein Angelboot. Schön, 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 schön.
Ich mag ja das Wetter von Fahaba. Dieses alte, verregnete, nebelige... Ah, gefällt mir. So. Ich brauche eine Wasseraufbereitungsanlage oder nur eine Wasserpumpe. Dass der hier keine Wasserpumpe hat, verwirrt mich so ein bisschen. Obwohl gar nicht. Der geht wahrscheinlich immer nach Fahaba, wenn er irgendwie Wasser und sowas braucht. Ressourcen... nee, nicht so. USO Integrated, Ressourcen, Wasser. Wasserpumpe strombetrieben. Könnte ich theoretisch machen, aber ich brauche eine Wasserpumpe, die ich Hand benutzen kann. Ach, schon drei Leute, siehst du mal. Siehst du? Schon drei Leute. Frauenvoll. So, die packen wir direkt neben das Klo, das ist hygienisch. So. Also Nick ist hier. Schon wieder drei Leute. Ich wollte gar nicht drei Leute. Ich wollte nur einen. Eine einzige. Da sind sie. Eine einzige Person wollte ich haben. Jetzt kommen hier 15.000. So, Siedler, du bist brauchst eine Versorgungsroute zu Landhaus an der Küste. Und du gehst nach Landhaus an der Küste, weil da sind noch nicht genug Leute. Jetzt sind hier aber immer noch zwei Leute. Nick ist eine Person und der Versorger. Genau, und der Versorger. Wenn ich ihn jetzt bewege zu Landhaus an der Küste, dann ist er ja hier nicht mehr, also zählt er ja nicht mehr für hier, ne? Aber er ist dann immer noch... Nee, er ist kein Versorger mehr. Aber wenn ich dann zu... Alte... Longfellows Hütte... Genau, dann ist er lang... Genau, so soll das sein. Ja, richtig. Gut, dann habe ich hier nämlich nur einen Siedler, also Nick. Aber... Aber die ganzen Ressourcen von dem anderen Zeugs. Zumindest sollte es so sein. Ja, ist so. Genau. Jetzt kann ich nämlich überall Mutterbeeren und so einen Scheiß anpflanzen. Mach ich einfach mal hier. Komm, was soll's. So. Mais. Das sind die Basics. Jetzt habe ich natürlich niemanden, der da abbaut, aber das ist egal. Ich brauche hier niemanden, der da abbaut. So, jetzt brauche ich wieder einen neuen Schutz, denn wir wissen ja alle, wie das ist. Wir brauchen ja mindestens das Gesamtding oder den Gesamtwert von Essen und Wasser. Wir haben momentan 9 Wasser, 8 Schutz. Natürlich fehlt mir jetzt wieder das Öl. Mist, was soll es sonst sein? Ne? Wie auch sonst? Ne, was auch sonst? So, das reicht aber. Gut. Jetzt muss ich doch wieder Nick holen wegen dieser Pearl-Dinger. Ah, ich komme hier einfach nicht. Denn das ist der Grund, warum die Folgen von 444 Minuten dauern. Weil man einfach zu nichts kommt. So. Ah ja, Flaschen auffüllen. Jetzt muss ich Nick doch wiederholen wegen diesem Detektiv-Ding. Also es wäre super, wenn jemand in die Kommentare schreiben könnte, wie sich das mit der... Gegen ein solches Arsenal hatten die Krabben keine Chance. Okay. Wie das mit der Aufteilung von Nick und Longfellow in der Nutzung am besten ist. Also ohne zu spoilern. Also
lohnt sich's wirklich, Nick einfach nur wegen der Hauptquest mitzunehmen von Faber quasi? Hey! Was? Was gibt's, Nick? Sollen wir wieder aufbrechen? Gehen wir. Gut, gehen wir. Und Longfellow nach Longfellows Hütte schicken. No. So. Und inwiefern sich, also wo man Longfellow mitnehmen sollte. Dass ich mich mal zur Ruhe setzen sollte. Aber das stand ja eigentlich auch schon in den Kommentaren. Wie gesagt, in der Stadt drin. Und ich habe ja auch nachgefragt. Finde ich auch super, den Tipp übrigens. Ich finde solche Tipps allgemein immer super. Wie gesagt, Nick ist eben interessant wegen dieser ganzen Bruder mit Dima-Sache und Longfellow hat einfach viel über die Insel zu erzählen. Also ich glaube einfach rein erforschen kann man mit Longfellow machen und Quests und sowas. Wahrscheinlich mit Nick. Aber ich werde da schon irgendwie was finden. Detective, wollen wir zum Hotel, damit du anfangen kannst? Moment. Muss man noch speichern? Hä? Und dann hier ist jetzt endlich weiter. Was ist denn das für ein... Willst du kurz mal die Augen offen halten? Ja, ja. Das ist ein Diagnoseprogramm ausführen. Detective, wollen wir zum Hotel, damit du anfangen kannst? Wo war das nochmal? Das Cliff's Edge Hotel. Von der Stadt die Küste hoch. Es ist nicht zu verfehlen. Brechen wir auf? Ja, gehen wir. Gut, dann brechen wir auf. Okay. Das Cliff Edge Hotel, wo ist denn das? Das ist doch weiter. Ist das nicht weiter im Landesinneren? Was war denn das? Ich hab extra. Das ist so doof. In letzter Zeit war wohl nicht nur die Polizei nachlässig. Der Bauinspektor der Insel sollte gefeuert werden. Okay. Das ist so doof. Ich habe letztens nach Mods gesucht und dann bin ich auf die Videos von Gopher gestoßen. Also den Gopher gucke ich schon seit lange, bis ein sehr, sehr guter YouTuber, was Elder Scrolls und Fallout angeht. Und der hat so eine Serie, die nennt sich Fallout Mod Vault oder so. Oder Vault? Ja, doch, Mod Vault. Und da stellt er immer wieder Mods vor. Hauptsächlich für PC und eben Xbox One, weil es auf der PS4 nicht so viele Mods gibt. Aber der hat eine Mod vorgestellt und das hat mich wieder so ein bisschen neidisch gemacht, dass der Mod-Support auf PS4 so relativ bescheiden ist, dass die Mr. Handys Lampen haben im Dunkeln. Ja, die Lampen, also die eine Mod, die Augen zu Lampen machen, die dann im Dunkeln leuchten und das finde ich so cool, sowas. Und es ist so langweilig. Also Gopher, G-O-P-H-E-R, kann ich nur empfehlen. Ist englischsprachig, aber es macht so viel Spaß, dem zuzuhören, allein wegen seinem Akzent. Finde ich so gut. Cliff Edge Hotel. Es bereue ich es, Longfellow nicht mitgenommen zu haben. Ich wünschte, ich könnte mehrere mitnehmen. So wie in Dragon Age. 3 Companions würden mir reichen. Oder Mass Effect 2 Companions gleichzeitig würde mir reichen. Dass ich mich immer entscheiden muss. Zwischen 1 oder 2 ist... Ich hatte Nick überhaupt was bei The Pearl zu sagen in Fahrer, aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir sollen ja hier einen Mord aufklären. Wir hätten noch Personal für diesen Teil des Hotels. Hier ist alles recht baufällig. Ich sollte dich warnen. Die anderen Hotelgäste sind teilweise, nun, Rowdies. Ich musste mich sogar verteidigen, als einige ein bisschen, sagen wir, handgreiflich wurden. Die eingetragenen Gäste halten sich in einem exklusiveren Bereich des Hotels auf. Mit Gesindel geben sie sich nicht ab. Gehen wir? Was meinst du mit, die anderen Gäste sind Rowdies? Ich bin schon länger nicht mehr in diesem Teil des Hotels gewesen. Vielleicht gibt es ein Sportereignis, das sie so aufregt. Mehrere von ihnen wollten mich schnappen und...
Ihre Kleidung hat wirklich nicht auf gute Gesellschaft hingedeutet. Gehen wir? Ich schaue mich um. Gehen wir? Nein, warte hier. Ich schaue mich erstmal hier um. Sehr gut. Wir können ins Hotel, wenn du soweit bist. Okay. Kids Pyjamas. Ach so. Willkommen zu nicht sonderlich subtil, Kumpel. Na, ihr blöden Kackdinger. Hallo, kann ich Sie nochmal da vorne treffen? Natürlich, hier steht direkt vor, die man ja trifft nicht. Ja, natürlich. Guten Tag! Lust mit lustig! Irgendwas Nützliches? Nee, nicht wirklich. Da läuft Musik. Ich habe echt gute. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich Lust, zurückzurennen und Longfellow zu holen, weil ich habe das Gefühl, der hätte hier mehr zu sagen als Nick. Alter, wie siehst du denn aus? Naja, jetzt nicht mehr so schlimm. Kannibalen, das sind. Nick! Was war das denn? Was war das? Was war das Grüne? Hast du sie gesehen? Ach, das war von Axel. Abrissexperte. Ich tue mal das weg. Ein Hotelterminal. Hauptempfang. Der Bau des zweiten Flügels des Premium-Bereichs ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Bitte bei den Gästen wegen des Krachs und der Baugeräte entschuldigen. Falls nötig, kann ein kostenloses Gericht auf dem Skyview-Restaurant durch einen Vorgesetzten autorisiert werden. Oh, Gäste-Check-In. Ja, das ist, ja. Hinweis für Premium-Gäste. Beim Eintreffen sollten den Premium-Gästen alle Taschen und Gepäckstücke abgenommen werden. Außerdem sind ihnen jegliche Wünsche umgehend zu erfüllen. Falls Reservierungen erfolgt sind, wird der Check-in für die Suite nach Betreten des Walls, durchgeführt. Ein Concierge sollte dem Gast zur Seite stehen und ihn in den Keller führen. Passwörter sind nicht erforderlich, um den Empfangschef Maxwell zu kontaktieren, sollten jedoch verwendet werden, um die Atmosphäre einer Flüsterkneipe zu analysieren. Walls? Der ganzjährig eröffnete Arcadia Nationalpark ist die größte Attraktion der Insel und bietet Besuchern die Möglichkeit, die raue Schönheit dieser unberührten Wildnis zu erleben. Jagd- und Angelscheine können in der Parkzentrale erworben werden. Arcadia Sternwarte. Aufgrund der geringen Lichtverschmutzung bietet die Sicht in der Arcadia Sternwarte bei klarem Wetter ein wundervoller Blick auf den Nachthimmel. Besichtigungen für Sternenfreunde sind bei entsprechender Witterung von April bis September möglich. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl empfehlen wir eine Reservierung. Nach der Erkundung der Insel bietet sich Besuchern die Möglichkeit, in der luxuriösen Therme in Aldersea richtig zu entspannen. Auszuspannen. Freuen Sie sich auf Komfort und Erholung in einem traditionellen türkischen Bad im wunderschönen Herz der Insel.
Wim-Popfabrik. Das traditionelle in Maine angenossene Wim könnte schon bald zum offiziellen Erfrischungsgetränk des Staates ernannt werden. Gäste haben die Gelegenheit, eine Nachbildung der ursprünglichen Fabrik zu besichtigen, in der Wim bereits vor allen anderen nationalen bekannten Marken hergestellt wurde. Im Rahmen einer der geführten Touren können Sie die Produktion des begehrten Wim erleben und einige der neuen Geschmacksrichtungen probieren. Aha. Ich muss das machen. Es tut mir leid. Ich muss Longfellow holen. Es geht nicht anders. Ich muss Longfellow. Gehe ich eigentlich überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ja. Doch. Ja, ich gehe richtig. Ich muss Longfellow holen. Es geht einfach nicht anders. Es stand in den Kommentaren, dass Longfellow viel über die Insel zu erzählen hat. Und ich nehme an, Nick mitzunehmen macht wirklich nur für die Hauptquest Sinn. Ich meine, wenn man Nick nicht mitnimmt, dann hat man normalerweise auch Longfellow dabei. Ich meine, der ist ja der designierte Verhaberbegleiter. Das macht ja durchaus Sinn. Ich muss ihn einfach mitnehmen. Ich finde die Musik hier super. Du hier? Ich hab dich weggeschickt. So, wo ist jetzt Longfellow? Wow, das nenne ich mal Feuerkraft. Entschuldigung? Geht's los? Ganz genau. Auf geht's. Dann nach dir. So. Das muss jetzt einfach sein. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt immer wieder hin und her laufe, aber es muss einfach sein, weil ich habe einfach das Gefühl, dass Longfellow mehr über die Insel zu erzählen hat. Ich stand ja auch in den Kommentaren, dass Longfellow mehr über die Insel zu erzählen hat als Nick Valentine. Macht ja auch Sinn. Ich glaube, es macht wirklich nur Sinn, Nick Valentine mitzunehmen, wenn man über die wenn man mit der Hauptquest weitermacht quasi. Also mit Dima weitermacht quasi. Da muss ich halt wieder zurück zur Longfellows Hütte. Aber was soll's? Wie Zeit haben wir ja? Wir haben ja die Zeit, ne? So, wie war denn das jetzt? Muss ich hier lang? Nee. Ah, Framerate. Okay, die Framerate ist teilweise echt beschissen. Es war hier lang, ne? Und dann weiß ich gar nicht mehr. Oder? War das gar nicht da lang? Weiß ich Gott gar nicht. Das ist echt. Wie komme ich denn jetzt da hoch nochmal? Denn? Restaurant. Das heißt das Chowder All You Can Eat. Ab in die Bresche mit uns. Jetzt geht's ab. Sag mal, was haben wir denn hier für wilde, für viele, wieso haben wir denn so viele wilde, verbrannte Ghule? Ups. Das war ein Glückstreffer. Eklig. Red Away? Naja, kochen. Keine
Kann ich hier was kochen direkt? Ah ja. Das Brahmenfleisch, oder? Jo. Unaufbereitetes Wasser. Sehr schön. So, jetzt muss ich aber trotzdem zum Hotel rüber. Wo ging denn das lang? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Warte mal. Ach so, ja klar, ich bin hier doch richtig, aber nicht da lang, sondern da hoch. Ja, dieser Nebel. Nein, ich weigere mich, den DLC noch runterzuladen. Ich weigere mich. Ich bin gegen Downgrades, auch wenn die Framerate beschissen ist. So, da bin ich stur. Ich weigere mich, Bethesda diese Genugtuung zu geben. Die sollen das gefälligst richtig fixen, ja? Die sollen die Performance richtig optimieren und nicht, indem sie Effekte entfernen. So ein Quatsch natürlich. Machen sie das natürlich nicht mehr und außerdem macht es gar keinen Sinn. Aber so schlimm finde ich es, wie gesagt, so schlimm finde ich es nicht. Einige Stellen sind natürlich schlimm, aber jetzt insgesamt finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Der hat jetzt gar nichts über dieses Hotel zu sagen, ernsthaft? Mann! Hey, was ist? Wie sieht der Plan aus? Wieso habe ich dich denn mitgenommen? Was meinst du? Uns geht der Whisky aus. Wir sollten uns bald neuen besorgen. Was meinst du? Verdammt. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Woche mein Bad schon hatte oder nicht. Was meinst du? Ich will nur einmal ein paar Socken finden, das keine Löcher hat. Ich auch. Ich auch. Oh Gott, Bethesda, ihr seid so doof. Wieso macht ihr das nicht in einem gesonderten Abschnitt? Achso, ist nur er. Hier ist jemand oder etwas. Diese Raudis. Ein Teflon. Huch. Cool, neue Kommoden und sowas. Also neue Möbel. Geschafft. Doch, komm nicht nach einem Drink, nicht wahr? Ich benutze für fast. Das ist so schlimm. Ich benutze für fast jeden Kampf unterdessen. Vets. Ich weiß gar nicht wieso. Doch, ich weiß wieso. Wegen der tollen Thumbnails. Was wollen wir denn jetzt hier auf dem Dach? Sag mal. Hier ist doch nix. Okay, und kommt man sonst dahin? Was war das denn? Was war das? Hier sind ganz schön viele Fallen. Schießt die? Hä? Das.
Was macht ihr da oben? Was? Jetzt habe ich die Falle ausgelöst. Ich konnte es auch gerade eben nicht entschärfen. Verdammt. Ich weiß nicht mehr. Ich jetzt auch nichts darüber zu sagen. Mann, jetzt bereue ich es nicht mitgenommen haben. Es ist immer dieses. Man hat immer. Ich habe immer die Befürchtung, dass ich irgendwas verpasse. Weil ich irgendwelche Companions nicht mitnehme. Na, hat Nick jetzt was zu sagen? Hat Longfellow was zu sagen? Man weiß es ja nicht, ne? Es sei denn, man hat es schon mal durchgespielt, dann weiß man es. Was ist das für einer? Ein Fallensteller. Shrapper's Note. Benzinkanister. Okay. Diverses. Trapper's Note. Trapper's Note. Da. This place is crawling with ghouls. Also dieser Ort ist voller Ghule. Sieht so aus, als ob ich für jeden, den ich töte, zwei weiter auftauchen. Zwischen diesem großen Zahnradding und dem Terminal weiß ich, dass es hier eine dieser Vaults gibt. Aber ich kann dieses verdammte Ding nicht finden. Ich schlage hier ein Camp auf und versuche morgen weiterzukommen. Ja, das mit der Vault haben wir ja schon rausgefunden. So. Was machst du denn da? Genießt du die Aussicht? Wieso kann die an den Nebelghulen vorbei? Bäh. Verekelhaft. Jetzt habe ich sie extrem verletzt, ja. Scheiße, scheiße, scheiße! Oh Gott, das war knapp. Diese verfickten Ghule. Habe ich ihr die gesamte... Ah ja, jetzt hat sie sich wieder erholt. Gut. Ich habe gedacht, ich hätte ihr das jetzt permanent abgeschossen hinten. Okay. Ah. Versteckt sich denn wirklich im Laub? Du Kackteil. Kannst nicht mal richtig kämpfen, ohne zu sterben. Ach du Scheiße, kommt was von hinten. Da kommt was von hinten. Ich hab ganz vergessen, dass sie auch ohne Arbeiter angreifen können. Oh, nicht schon wieder.